Ich halte die Straße keineswegs für ein ganz besonders geeignetes Mittel, seine Meinung bekannt zu machen. Wenn man aber einem aber nichts anderes übrig bleibt, wenn man also nicht im Fernsehen sitzt und wenigstens ein oder zweimal in der Woche ein oder zwei Stunden lang genau sagen kann, was man zu sagen hat, wenn man nicht über die Millionen Auflagen von Springer-Zeitungen und Illustrierten verfügt, wenn man öffentlich diskutieren will, auf Raumverbote stößt und auf Versammlungsverbote, dann bin ich es allerdings der Ansicht, dass es außerordentlich demokratisch ist, wenn es Leute gibt, die trotz all dieser Verbote die einzige Öffentlichkeit, die dann für sie bleibt, nämlich die der Straße, benutzen und davon öffentlich Gebrauch machen. Setzen wir der Frage, ob unsere Jugend immer schlimmer wird, ein klares Jein entgegen. Nein, denn der Anteil von Kindern und Jugendlichen an Straftaten ist seit Jahren rückläufig. Die große Mehrheit der Jugendlichen strebt nach bürgerlicher Existenz. Es ist so, ich habe versagt. Und ich stecke in der Scheiße.
Sie wussten es doch vorher. Sie sind nicht nur arbeitslos, Sie sind auch überflüssig. Wir machen ein Angebot. 361 Euro im Monat, Hartz IV. Und dafür halten Sie die Klappe. Dafür bezahlen, jeder von euch. Wir werden die Welt befreien von hübschen Jungen und gut gebauten Modepüppchen. Ich sage euch, ich habe diesen ganzen verdammten Diätmist satt. Ich habe diese Duftwasser, Schönheitscreme, Auto- und Mineralwasserwerbung satt. Nein, wir wollen nicht schön sein, nach Parfüm duften oder Gewicht verlieren. Nein! Wir sind die einzig übrig gebliebenen, die diesen Firlefanz und Modekram nicht mehr... Genau! Wir wollen keine gut gebauten, schönen Modeaffen sein. Nein! Wir werden diese Scheiße vernichten und ihnen zeigen, was Terrorismus ist. Self-esteem. It's a mistake. I have low esteem for everyone else. I'm not a robot!
I don't have any. Oh, come, Daria. You must have some goal. My goal is not to wake up at 40 with the bitter realization that I've wasted my life in a job I hate because I was forced to decide on a career in my teens.